Miau, wir kommen zurück in den Katakomben des Talion. So. Danke für die Tipps, die ich bekommen habe von euch. Öh, die war ja gerade auf. Das wollte ich doch noch gar nicht. Ja, ich habe auch ein bisschen offscreen rumprobiert. Sonst wüsste ich das hier zum Beispiel auch nicht so genau. Hier oben ist nämlich der letzte Drache, den holen wir uns jetzt noch. Und es ist wirklich ganz schön tricky, was man hier jetzt gleich noch so tun muss. Ich bin wirklich, also, normalerweise mache ich das nicht so gerne, nur in ganz verzweifelten Situationen. Oh yeah, alle drei Drachen. Aber das hier ist eine sehr verzweifelte Situation. Und es ist auch wirklich vom Timing total kacke. Ich habe es auch beim Ausprobieren nicht beim ersten Mal hinbekommen. Ja, aber wir werden das Ganze halt jetzt versuchen, nicht wahr? Okay, und zwar geht es um das Timing mit diesen beiden Platten, die hinter den Schneekugeln öffnet nämlich die Tür in dem Stachelraum und die links öffnet halt die Tür, damit wir in den Stachelraum kommen. Und natürlich sind da die Stacheln, denn eigentlich müssen wir da schnell durch, aber können wir nicht, sonst werden wir aufgespießt. Ich bin mal gespannt, wie viele Anläufe ich brauche. Letztes Mal ist es nicht sofort geklappt. Zu langsam, zu langsam, wir sind zu langsam, wir sind so langsam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, sind wir nicht. Doch sind wir. Oh, scheiße. Ja. Aber nur ganz knapp. Das ist halt wirklich voll doof mit dem blöden Stacheln. Nein, ich kann ja gar nicht sprinten. Ha, aber jetzt. Okay. Ja, muss sein. Anlauf. Awesome. Ta! Tatsächlich, oh mein Gott. Ganz, ganz kurz vorm Levelende. Ja, cool. Zack, da sind wir auch schon wieder. Das war jetzt ein unschöner Cut. Wie heißen wir denn hier? Wir heißen Ice Palace. Ach, Pistolen. Kann ich ja hier nichts mit anfangen. So. Okay, schön. Neues Level. Neues Level, es geht dem Ende entgegen. Wenn ich mich recht entsinne, nehmen wir doch die Pistolen. Genau. So, die drei sind die automatischen. Merken. Oh. Oh, da oben. Oh, ich erinnere mich an das Level. Das war wieder so ein Schisser-Level. Wenn man die da oben rumstampfen hört und man weiß nicht genau, wann sie kommen. Ich glaube, mit einer von diesen Bodenplatten lassen wir sie frei. Und ich lasse mal kurz die Mönche fertig singen. Genau, denn das Trickige hier ist halt, dass wir so viele Gitter irgendwo haben und immer nicht genau wissen, welches wir öffnen und von welcher Richtung dann die bösen, bösen Yetis kommen. Ja, ja. Hübsch seid ihr. Wunderschön. Jetzt können wir es uns auch mal in Ruhe angucken, weil sie hier so eingesperrt sind. Könnt ihr nochmal schreien? Dann würde ich gerne einen Screenshot machen, ja. Optimal, ich danke euch. Okay, okay, wie war das? Das Level ist ein bisschen... Das ist, glaube ich, nicht... Also hier zumindest noch nicht schwer. Wird's aber noch. Ah, ist das laut. Hier ist es erstmal tricky, den richtigen Weg einzuschlagen. Ich laufe einfach mal hier drauf. Wappala! Oh mein Gott! Hab ich nicht mitgerechnet. Okay, machen wir nochmal. Ach, verdammt. Boing. Okay.
Ich möchte... Ja, okay, es waren Sprungplatten. Die ist ja krass. Wir warten wieder kurz, bis die Musik aufhört. Alles Sprungplatten. War ja nicht das Medipack oder war es oben? Boing. Hier war es. Sorry, dass ich das jetzt hier so gemein unterbreche. Ach so, das reicht nicht. Ich dachte, sie könnten da... Okay, nee, anders dann. Auch okay. Ja, ihr seht schon, es ist nicht schwierig konstruiert, aber man muss ein bisschen ausprobieren, um den richtigen Weg zu finden. Dann... Oh, ja, Moment, hier können wir auch mal kurz gucken. Ich muss ja gucken, wo ich dann am besten... Na, weiß ich noch nicht. Probieren wir mal das hier. Mist, sie hält sich halt auch nicht fest. Na. Jetzt nervt es mich schon. Es geht so schnell. Die nerven halt. Mit ihrem lauten Gestapfe, ey. Ja, dann vielleicht doch so. Boing. Danke. Ja, aber... Genau deswegen wollte ich nämlich nicht in die Richtung, weil hier rutschst du doch bestimmt, oder? Nö? Okay. Ja, dann ist cool. Aha. Wir machen halt deren Geräusche auch Angst. Wir machen generell laute Geräusche Angst. Und... Dass ich die ganze Zeit hören muss, ist nicht besser. Was haben wir getan? Nichts Gutes. Gute Sachen tun wir hier sowieso nicht. Hier oben ist ja ansonsten nichts, ne? Müssen wieder runter. Da haben wohl jetzt 100% die bösen Typen losgelassen wurden oder so. Ja. Dachte ich mir. Krass, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass der Absatz zu hoch ist für die zum Hochklettern, aber nö. Das ist schön übrigens, dass ihr mir das verzeiht, dass ich hier für den Granatwerfer nehme. Das war's? Okay. Es wird noch ein anderer Gegner kommen, für den wir den Granatwerfer brauchen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich da noch was in Erinnerung habe und dass ich aber nicht weiß, ob ich mir das eventuell nur einbilde. Aber Francine hat schon gemeint, ja, da kommt noch was. Also ist meine Einbildung doch nicht ganz verrückt. Ich glaube, es kommt sogar in diesem Level noch. Habe ich gespeichert, nachdem ich die großen Typen erledigt habe? Wenn ich mir das doch mal merken könnte. Das war Reaktion, ha? Ha? Der ist hier ganz allein. Er hat keine Freunde, wie es aussieht. Okay, jetzt können wir also irgendwo laufen. Ach so, ja, die 3 war das. Wie viel haben wir eigentlich? 26 ist auch nicht schlecht. Ja, die Lieblingswaffe der Niki, die Schrotflinte, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ja, mir ist sie auch zu langsam einfach meistens. Je nach Gegnertyp aber genau die richtige Wahl. Wo war das jetzt? Da drinnen, glaube ich. Ja. Moment, wir dürfen nicht auf die... Genau. Sprungplatte. Ist denn da jetzt eigentlich noch was? Können wir gar nicht... Doch, können wir. Muss ja, sonst wären die auch nicht rausgekommen. Nö, aber hier ist nichts. Ist auch immer so ein bisschen blöd, dass diese ganzen tierischen Gegner natürlich keine Goodies hinterlassen. Vor den Sprüngen speichere ich immer lieber. Das klappt. Hältst du dich fest jetzt? Okay. So viel nämlich dazu.
fein, fein. Ah ja, das Rätsel haben wir schon geschaut. Nee. Ja, was haben wir getan? Nee, wir rutschen mal lieber ganz gediegen darunter. Ich dachte, ich hätte Stampfen gehört. Ich habe immer noch Angst vor diesem Level. Das ist nicht nur als Kind so. Ach, der ist jetzt hoch. Okay. Einfach, weil es theoretisch so viele Richtungen gibt, aus denen dann doch was kommen kann. Das sind immer gleich so brutale Assi-Gegner. Oh, was bringt uns das? Kann mir das jemand erklären? Was bringt uns das? Wie spät ist es noch Zeit? Ist hier auch was zum Springen? Nee. Ah, aber eine Glocke. Wie machen wir denn das? Ist echt nichts? Doch, da ist was. Okay. Ja, weird. Haben wir die jetzt betätigt oder nicht? Ich höre gerade super komische Geräusche bei uns im Hof. Hier hat nichts getan, gell? Eventuell haben wir die Glocke auch gar nicht getroffen. Jetzt. Oh, ich habe Angst. Bin so ein Angst da. Was haben wir denn damit getan? Hier haben wir immer noch nichts mitgemacht. Warum haben wir das denn da hoch? I don't get it. Da ist das Tor vielleicht auf. Wäre möglich, oder? Ah, nein, 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 nein. Ach, verdammt. Andere Seite. Oh, ich habe Angst zu speichern. Wer weiß, was da kommt. Wahrscheinlich jetzt wieder nur so ein paar Schneeleoparden. Da muss ich sowieso neu laden, weil ich dafür keine Granaten verschießen möchte. Gar nichts kommt hier. Was Neues zum Springen. Oh mein Gott. Nee. Okay, wohin springen wir am besten? Einfach da geradeaus wahrscheinlich. Oder so. Ja, das machen wir nochmal. Ist nicht ganz so gut gelöst, finde ich, mit diesen Sprungplatten. Ja, wahrscheinlich soll es schon so sein, aber ich finde es ein bisschen arg umständlich. Springe ich mal nach da. Chaboing! Na, das hätte aber gut gehen können. Ich kann sie halt auch nicht lenken da oben. Das heißt, entweder wir sind sowieso so positioniert, dass wir irgendwo drauf landen, oder wir können uns festhalten. Aber wenn weder noch geht, ist doof. Nochmal. Nein, nicht so. Ich springe mal rückwärts. Ich wollte gerne mit einem Sprung darauf landen. Halt dich fest. Warum nicht? Dass sie dann auch immer gleich stirbt. Ich muss auch gleich mal da vorne Ah, nein, eigentlich ist es ziemlich cool. Das ist auch mal was Neues. Das hat man sonst nicht so in Tomb Raider. Ich glaube, es kommt auch in anderen Tomb Raidern nicht mehr.
Aber ein bisschen, ne? Ja, ich speichere jetzt hier. Boing, halt ich oh, oh. Och, nee. Ja, toll. Aber wir können mal hier auf das Zwischending. Also wir müssen auf jeden Fall nach links dann. Ich habe voll Halsschmerzen. Man sollte dann eigentlich nicht so viel reden, weil ich nehme jetzt auch noch andere Parts auf. Aber man ist ja unbelehrbar, nicht wahr? Ja, ist man. Also, dann doch so. Tschack. Halt dich fest, danke. Warum geht das jetzt auf einmal? Na, ich sollte mich nicht beschweren. Wie machen wir das denn? Hätte ich... Hä? Ich nix verstehen. voll blöd. Ja, ob das geht? Wir müssen es wohl ausprobieren. Ich speichere immer auf einem neuen Platz, falls wir wieder runter müssen. Also. Auch echt blöd, dass wir halt hier nicht um die Ecke hangeln können. Das wäre viel einfacher. Und Achso. Ja, mit dem auch nicht. Okay. Funktioniert gut eigentlich. Dachte ich mir. Kommen wir natürlich von hier nicht rauf, also müssen wir wieder runter. Wir sind ja flexibel und wir haben ja Zeit. So. Ja, sorry, dass ich so viel speichere, aber das sind so Feinheiten, die ich jetzt nicht ewig wiederholen will. Knapp. Danke. Ja, ich finde, man muss sich da bedanken. Es ist für Tomb Raider nicht selbstverständlich, dass die vorhergesehenen Sachen dann auch funktionieren. Hier ist schon wieder Hubschrauber-Action angesagt gerade. Ey, ich weiß gar nicht, was in letzter Zeit los ist. Sowieso irgendwie... Also, jetzt ist es so, ich studiere ja in Mainz und jetzt gerade vor, oh Gott, 2, 3 Wochen war wieder mal abends auf dem Campus eine versuchte Vergewaltigung. Das passiert öfter, das ist echt traurig. Oh. Ah! Da ist er schon. Und dann ist es so, dass ein Student eine ganze Weile jetzt vermisst war. Und ich weiß nicht, ob er es ist, das war jetzt mal so meine Befürchtung, aber jetzt wurde am Mittwoch in Mainz eine Leiche gefunden am Bahnhof, in der Nähe vom Bahnhof. Und als ich da nach näheren Infos gesucht habe, habe ich herausgefunden, dass erst im September noch eine Frauenleiche in Mainz gefunden wurde. Und jetzt habe ich heute im Forum von Mainzer Studenten gelesen, dass vor einer dubiosen Gruppe einer dubiosen Gruppe Männer. Ich könnte jetzt hier noch genauere ethnologische Beschreibungen machen, aber das finde ich unsinnig. Denn ich denke, das hat damit nichts zu tun. Irgendwie, fühlt man sich gerade nicht sehr wohl generell. Hey, Drache. Ist alles... Ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Gefällt mir nicht, was da gerade abgeht. Sehr, sehr gruselig. Vor allem, da ich auch schon, wenn ich abends... Also ich wohne ja nicht in Mainz. Wenn man dann bis 8 Uhr Uni hat und da mit dem Zug fährt... Und dann nach Ladenschluss durch die Stadt laufen muss. Ich hatte da auch schon wirklich sehr unangenehme Erlebnisse. Das ist, also ich weiß nicht. Ah!
Oh nein, es ist gestreift. Ich hoffe, da wo ihr herkommt. Ich möchte es nicht töten, es ist wunderschön. Es ist ein Tigerkätzchen. Becky, wenn du zusiehst. Es tut mir leid. Oh Gott, nein. Nicht weil ich es töte, sondern weil es hübsch ist. Okay. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt alles erzählt habe. Vielleicht möchte man so Sachen manchmal erzählen, weil es voll unangenehm ist. Ich hoffe, da wo ihr herkommt, ist es einfach nicht so widerlich wie bei uns gerade. Schöner war da. Wir hatten letztes Semester in Mainz auch seltsame Momente mit einem Podophilen. Ja, nicht Pädophil, er ist Podophil. Es war ein Fußfetischist, der nicht in Mainz studiert, aber er hat sich auf dem Campus rumgetrieben. Wahrscheinlich, weil es einfach viele Füße gibt. Aber Achtung, nur Männerfüße. Er mochte nur Männerfüße. Tatsächlich war es eben so, dass er junge Männer in Gespräche verwickelt hat. Ich höre es doch irgendwo knurren gerade, oder? Dass er junge Männer in Gespräche verwickelt hat, gerade so in der Mensa, wenn man halt sitzt. Und ihnen dann irgendwann einfach, ich habe es selbst nicht erlebt, aber irgendwann einfach die Schuhe ausgezogen hat, um an die Füße ranzukommen. Also total skurril. Das fand ich wiederum sehr witzig, aber vielleicht auch nur, weil es nur Männer betroffen hat und mir das relativ egal sein konnte. Müssen wir jetzt wieder runter? Haben doch bestimmt hier was. Sehr gut, wir haben die Maske. Wir können mal gucken, wo die hin soll. Dann speichere ich aber anders, falls wir doch hier oben was machen müssen, denn ich möchte mir nicht wieder diesen ganzen Weg hier hin bahnen. Gut. Wobei ich ehrlich gesagt nichts gesehen habe, wo so eine Maske rein könnte. Irgendwas muss auch immer noch hier mit diesem Käfig sein, den wir hochgelassen haben. Hm. Habt ihr was gesehen? Ich echt nicht. Ich hab's einfach übersehen. Oh, entschuldigt, bin müde. Ich guck nochmal hier rein und wenn nicht, gehe ich jetzt nochmal hochgucken. Gehe ich also einfach nochmal laden. Vielleicht müssen wir den Käfig auch wieder runterlassen, ich habe keine Ahnung. Wozu haben wir ihn dann aber hochgelassen? Noch sehen wir auch nicht viel vom Eispalast, aber ich meine, das ändert sich noch. Was? Wo kommt denn der her? Zombie-Katze ist wieder auferstanden. Ich möchte auf jeden Fall gerne irgendwie mal da raus. Das sah voll schön aus, aber wir kommen auch noch raus, wenn ich das hier richtig in Erinnerung habe. Oder halt hier lang. Moin. Ich habe aber Angst vor denen. Ich habe Angst, dass hier überall Yetis sind. Möchte ich nicht. Wir haben noch Granaten für 24 Yetis. Wenn wir immer gleich treffen. Das ist doch jetzt wieder da, wo wir im vorherigen Level waren. Müssen wir etwa vielleicht wieder hier hin? Hier haben wir doch generell Masken eingesetzt. Stimmt, da waren wir an ganz vielen Orten noch nicht. Vergiss es. Ich höre es noch schreien. Und dann kommt der her? Da muss ich echt zu euch runter, würde ich ungern.
speichere mal hier. Aber wir machen das jetzt noch, nur ich schätze mal, wir werden ein bisschen leben lassen. Ich höre sie doch schreien. Ich will da nicht weit hinlaufen. Ich weiß nicht, was hier zu tun ist. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie Feuer machen. Oder kommt ihr gar nicht hier hoch? Ja, wahrscheinlich sind die wieder im Dunkeln unter uns. Ich habe keine Ahnung. Ja, die wissen schon, warum sie uns hier ein großes Medipack geben. Na gut, Leute, wir machen dann hier einen Cut. Ich bin gespannt, was wir hier im Eispalast noch zu tun haben. Obwohl wir eigentlich noch am gleichen Ort sind. Aber ich glaube, der Eispalast ist ein bisschen größer und wird uns noch ganz gut was bieten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst auch ein paar Kommis und Bewertungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.